Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill 3. Wie angekündigt, machen wir heute, oder wir versuchen es zumindest, dieses Spiel abzuschließen. Bei den anderen Silent Hill-Teilen war es ja irgendwie immer so, wenn wir in irgendwas Richtung Kirche gelandet sind oder, keine Ahnung, uns alles erklärt wurde, dann war das Ende immer sehr nah. Aber bei Resident Evil war das tatsächlich auch immer so. Zumindest erinnere ich mich gerade an Resident Evil Village, wenn man unten ist in dieser Höhle und einem wird einfach ständig irgendwelches Papier ins Gesicht geschmissen, was man lesen kann. So, wir haben 6 Speicherstände tatsächlich. Wir wollen aber nur einen benutzen natürlich. Ich glaube, wir nehmen diesen hier, Glockenstube. Wir haben jetzt vor, nach unten zu reisen. Da war ja wie so ein, wie so ein Loch im Boden und da kann man anscheinend runtergehen und das ist jetzt unser Ziel. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt auch am Anfang nochmal das schöne Video durchlaufen lassen, weil das gehört, ich weiß nicht, wenn ich, okay, also wir machen das folgendermaßen. Wir bleiben jetzt heute hier so lange sitzen, bis wir dieses Spiel durchgespielt haben, weil im Normalfall mache ich ja dieses Vorgeplänkel immer nur, wenn ich recht sicher bin, dass wir das Spiel durchspielen. Wenn wir natürlich hier 2 Stunden sitzen, dann ist es halt so, ne? So, die Kantenklettung ist an. Ich bin nur gerade etwas verwundert, dass es so aussieht. Es könnte nur sein, dass meine Augen gerade etwas, verbraucht sind, würde ich fast meinen. Die letzten Tage habe ich relativ viel auf der PS5 aufgenommen. Und dann hat man ja gestern noch den Livestream von Days Gone. Erstmal gucken. Dreieck ist immer Karte, das ist sehr gut. Jo, was haben wir vor? Wir wollen da rein, rechts rum, da ist zu. Da müssen wir runter. Ja. Gut, wir haben in der letzten Folge irgend so ein Ding bekommen, was wir aber nicht lesen können. Was ich echt komisch finde. Kommt mal hier rein? Noch mal ganz kurz gerade gucken. Da müssen wir rein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch passiert mit... lag das, war das Bett hier schon immer so komisch? Dass das da unten so im Weg lag? Entschuldigt bitte, der Husten haftet noch an mir. Ich weiß nicht warum. Aber mir geht es ansonsten sehr gut, ehrlich gesagt. So, hier müssen wir runter. Das ist der Aufzug in die Hölle wahrscheinlich. Oder fahren wir nach oben? Also wenn wir jetzt nach unten fahren, dann ist es eigentlich wie immer, das ist einfach unten immer das Schrecklichste auf uns. Wir fahren echt nach unten. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Oh, wir sind nur eins umgefahren. Okay, wie schieße ich nochmal? Wie sieht meine Taschen aus? Bei Elden Ring ist das auch immer ganz schlimm. Katakomben und du fährst immer weiter nach unten. Oh, ganz schlimm. Wir haben 13 Schrotpatronen. Wir haben... Oh. Ach du Heilige. Also es könnte sein, dass wir am Ende tatsächlich mit irgendwas auf das Vieh drauf knüppeln müssen, was auch immer uns da erwartet. Und das... Eieiei. Okay, ich glaube fast, wir knüppeln jetzt drauf. Und, nicht sehr wirkungsvoll, aber leicht zu verwenden. Extrem schwer, aber da steckt wenigstens was dahinter. Kurzes Katana, ca. 60 cm lang, ziemlich kraftvoll und leicht zu benutzen. Wir nehmen mal das Katana. Wenn wir jetzt sterben, ist es halt so, dann... Karte. Sind wir... Ach, hier. Guck mal da. Okay. Kann ich hinter mich? Nee. Spiel will nicht. Spiel sagt nein. Okay. So geht's natürlich auch. Oh Gott. Guckt euch mal das Licht an, wie das Licht einfach ist. Warte mal. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Also, die PS5 Pro wurde ja gerade angekündigt und die werben ja mit besseren Schattendingern und Lichtreflexen ein. Guckt euch mal an, wie das da hinten aussieht. Wir müssen das nochmal sehen. Ich hoffe, ihr seht das. Wie sich die Schatten da links verändern. Hinter dem Aufzug. Voll geil. Warum kann ich denn jetzt hier schon rein? Was soll denn der schmarrn? Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich habe gehofft, die Tür ist zu. Guckt mal an, der Lichtkegel sich mit dem... mit den Gitterstäben da verändert hat. Boah, ich lieb sowas. Das ist echt, also, das ist echt next level.
Ja, das ist auch Next Level. Verschlossene Türen. Verdammt, warum ist denn hier auf? Was? Wir gucken, wir kommen gleich wieder. Wir machen das. Wir kommen gleich wieder. Wir gucken nur mal, ob hier noch irgendwas aufgeht. Schloss ist kaputt. Das ist schon mal sehr gut. Hier vorne haben wir eine Tür vergessen. Und dann müssen wir uns entscheiden, in welche Tür wir reingehen. Die Tür war das hier, glaube ich. Die ist kaputt. Okay, folgendes. Wir hätten jetzt... ich glaube, wir nehmen erstmal die hintere Tür. Wir nehmen erstmal hier die Tür. Da war nicht ganz so viel los. Ich hasse diese Fliegendinger. Da werde ich wahnsinnig. Hier sind aber so wenige Türen. Das heißt eigentlich, dass wir reinkommen müssen irgendwo. Ach, das ist gar keine Tür. Da. Was ist hier kaputt? Auf dem Bett liegt ein muffiges Tagebuch. Diese Schrift ist das Papas Tagebuch. Warum ist das hier? Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine Reinkarnation von Alessa ist. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Du warst ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa. Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag. Sie war mein liebster Schatz. Aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr nur einen Ersatz für meine verlorene Cheryl. Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein? Das macht mir Sorgen. Danke, Papa. Also war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanfte Mutter nicht vergessen. Aber sie kennt doch nur die böse Mutter, die sie verbrennen wollte. Nichts passiert, wenn ich den Fernseher oder das oder Video einschalte. Ah, warte, hier. Nike hat was auf der Tasche. Verdammt, wir brauchen Radio. Keines der Bücher erregt meine Aufmerksamkeit, obwohl das Regal und die Bücher die gleichen wie bei Papa sind. Ach, das ist ein Zimmer. Videorekorder, wir brauchen eine Kassette. Ich habe eine Batterie für den Elektroschocker. Soll ich vielleicht den Elektroschocker benutzen? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Den Bösewichten mit Hochspannung eine pfeffern. Man muss sie allerdings berühren. Er hat also eine sehr geringe Reichweite. Okay. Mach mal bzzzt. Wie mache ich denn? Bzzzt? Cool. Schloss ist kaputt. Okay. Ich habe eine Kassette, aber ich kann sie nicht benutzen, weil das hier nur eine Fernseh-Videorekorder ist wahrscheinlich. Nochmal angucken. Fernseher oder Video einschalte. Okay. Also hier haben wir wieder einen Tagebucheintrag von Papa gefunden. Was? Achso, das war nur unten das. Ob es hier stinkt, wenn die hier rumläuft? Also hier sieht es einfach alles so vergammelt aus. Ich würde gern speichern. Wir sind gerade mal 5 Minuten im Spiel. Ich würde gern speichern. Also ich muss sagen, hier in der Nähe hätte ich nicht gern mein Zimmer. Oh, Schrotflinte. All diese Leichen auf dem Boden in Plastik gewickelt. Was für ein Albtraum. Ich bin nur froh, dass sie wohl kaum gleich aufstehen werden. Warum sagst du das? Okay. Also auf irgendwas soll man mit Schrotpatronen schießen. Werden die echt nicht aufstehen? Ich hoffe. Irgendwas lag hier. Sie hat irgendwas... Ah, da. Eine Tarotkarte? Tarotkarte der Gehängte. Hier gibt es nichts Wichtiges. Ich habe aber auch nicht so genau nachgesehen. Ich will aber auch nicht.
Okay, wir haben jetzt der Gehängte. Was gibt's hier noch? Die Tür ist offen, da drin ist jemand in einen Sack gewickelt. Vielleicht, nein, eindeutig tot. Okay. Kann man hier gucken, was hier ist? Oh, endlose Leere. Okay, wir müssen zu den Viechern da runter und müssen uns säbeln lassen. Okay. Gut, wir gucken nochmal. Haben wir alles gemacht? Gut. Die erste Tür rechts und dann geradeaus. Das ist auch die einzige, die so ein bisschen anders aussieht. Ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Das Schloss ist kaputt. Hier gibt es scheinbar nur einen. Alter! Du darfst mich nicht... Junge, soll ich dich mal schocken? Ich glaube, das wird nichts. Hör auf, dich umzudrehen, Mädel. Okay. Wir haben hier drei Türen. Er fängt ja schon mal super an hier. Papas Notizbuch. Nee, warte mal, Vorräte müssen wir nehmen. Wir haben immer noch dieses seltsame Parfum. Für was? Ausrüsten, es riecht seltsam. Prüfen. Das Auge der Nacht. Oh weh, okay, oh weh. Habe ich an diesem leichenschauhausmäßigen Ort gefunden. Es ist solch eine mitleiderregende Karte. Der Gehängte. The Hanging Man. Schloss ist kaputt. Okay, ich habe eine Tür vergessen. Oh Mann, hey, sieht halt auch wirklich alles aus wie eine Tür. Auch hier. Guck mal da. Bin kein Fan von dieser Tür. Ich muss hier raus. So. Ging's da... Oh nein, da ging's auch noch weiter. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Oh, was gibt's... Was guckst denn du da? Ich will das auch sehen. Bitte was? Machen die denn da... auch hier, guck mal da. Nein, das war ich nicht. Alessa schrieb das vor langer Zeit. Der Altar in der Kapelle. Es war nicht diese schöne Kapelle. Es war ein anderer Altar, irgendwo anders. Alessas Zimmer. Okay, was haben wir denn hier jetzt alles? Messingschlüssel. Ich kann diesen Krempel nicht lesen. Hier, das kann ich lesen.
Ah. Ja, ich habe da gar nicht dran gedacht. Im Kommentar stand jetzt, dass, dass ja vom, wir haben ja im ersten Teil so gespeichert mit diesem Notizblock. Ein Notizbuch, da steht was drin. Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht alleine. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht, was sie Gott nennen? Trotzdem werde ich die Tür öffnen. Genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Papa hat das wohl auch geschrieben. Claudia retten? Was ist das? Drawing Block? Malbuch? Das ist mein Skizzenbuch von vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Wie kommt das denn hierher? Oh. Die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest. Verbirgt ein Geheimnis vor dir und auch dem Rest. Du wirst wohl denken, was könnte es sein? 5 magische Karten lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt und ohne dich zu plagen. Aber du musst schon bitte sagen. Eines musst du wissen, gleich zu Beginn, da ist etwas in jeder Reihe drin. Ja, und es ist denn zu fassen, 3 würden einfach nicht passen. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und, lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Hoch am Himmel, der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht. Wie eine Krone funkelt Licht über des verrückten Clowns Gesicht. Euer Exzellenz, ich muss euch loben. Ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht? Weißt du es jetzt? Du hast es nicht vergessen. Einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Und nun zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp, damit du hoffentlich nicht versagst. Unheimlich und abscheulich, das Ding in der Nacht, lasse Vorsicht walten. Rechts lass unbewacht, es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Du wirst also die Tür öffnen. Ich bin sicher, dass es da jenseits nichts gibt als furchterregende Gefahr. Oh, vergiss es doch, komm, spielen wir, sonst bin ich wieder ganz allein mit dir. Oh, wir haben ein Rätsel. Das ist ein Wandschrank, der hat keine Bedeutung für mich. Keine Zeit, wegen der alten Kleider gefühlsduselig zu werden. Okay, folgendes, hier dreht gerade alles auf. Regale sind vollgestopft mit Büchern. Auf dem obersten Regal sind Bücher zu religiösen Lehren und Lehrbücher. Ernstes Zeug. Die beiden anderen sind voller Märchenbücher wie Oz und Alice. Das sind Aschenputtel und Mutter Gans. Ach, die habe ich geliebt. Meine Kleider, als ich 7 war, die passen mir nicht mehr. Gut so. Okay, wir speichern nochmal ganz kurz und dann gehen wir nochmal in den anderen seltsamen Raum. Ich will mal gucken, was da drin ist. Hier sind noch Karten auf dem Boden. Oh, ein Bandbild. Was? Das ist eine Art Landschaft. Woher stammt sie wieder? Naja, ist egal. Die sind irgendwie gruselig hier. Diese Puppen nahm ich immer mit ins Bett. Scarlett und... Ach, verdammt, ich habe den Namen der anderen vergessen. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mal erinnern, welches... Scarlett ist. Da liegen Spielkarten auf dem Boden, mit denen spielte ich oft. Für die kleine Claudia war es immer schwer zu gewinnen. Darüber weinte sie? Hä? Also ich bin völlig verwirrt gerade. Ist nicht Claudia Alessas Mutter gewesen? Hä? Kann ich Licht anmachen? Nee. Also jetzt bin ich echt raus. Warte mal. Claudia war doch ihre Mutter, oder? Warum sagt sie die kleine Claudia? Alessa ist Claudias Tochter. Cheryl ist oder war Harrys kleine Tochter, die verstorben ist. Daraufhin wurde
Alessa wiedergeboren und dann nahm sie mit und es wurde Heather. Aber jetzt schlägt es aber 13. Was ist denn hier los? Die kleine Claudia. Oder ist das wieder ein Übersetzungsfehler? Okay, wir gehen jetzt nochmal in diese komische Tür rein. Vielleicht ist das wieder sowas, wo ich nur 3 Karten brauche statt 5. Wir hatten das doch bei Silent Hill 2. Da ging es immer um 5 Perlen, aber im Endeffekt haben wir nur 2 gebraucht. Nee, 3. Die ist direkt umgefallen, okay. Okay, da ist eine Tür. Hier ist nichts. Hä? Was? Hängen die beiden. Kann ich den abschießen? Was haben die zu bedeuten? Hier, da ist ein Schlüssel. Hängt doch ein Schlüssel dran. Hängt da nichts dran, hängt da was an dem Haken. Hä? Seht ihr das? Sie will es aber nicht nehmen. Ja gut, vielleicht muss ich ja das Kartenrätsel lösen. Und... ja, und muss dann hier den Schlüssel holen? Keine Ahnung. Aber... jetzt will sie mit dem Schlüssel noch nichts anfangen, irgendwie. Wehe, ihr lebt dann wieder. So, wir heilen uns nochmal, dann lesen wir uns das nochmal durch und dann gucken wir mal. Gut, also, ich erinnere mich daran, der Gehängte ist in der Mitte und da drüber ist der Mond. Okay, Notizen. Wofür wir das hier gebraucht haben, verstehe ich auch nicht so richtig. Porträt Alessa. Hier haben wir doch auch gar nichts gemacht dafür. Über Tarot. Nee, das ist falsch. Tarot basiert auf 22.
Papas Tagebuch, Überkult, Papas Notiz 2, Skizzenbuch, Okkultes Magazin, Über das Messer. So erntet, Märchen, 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 über Leonard, Notiz, Tattoo. Hä, ich gehe die falsche Richtung, glaube ich, gerade. Verlorene Erinnerung, Notiz an Arzt. Also falsch. Toilettenfoto, Papas Notiz, Alessas Notiz. Wo ist denn mein Skizzenbuch? Kirchentür. Muss ich das wieder ansprechen? Stanley, Stanley, Stanley. Tätowierung. Lieber Leonard. Touristen, Märchen, Märchen, Märchen. Reichtümer, Galerie, Stuhl, Monster, okkultes Magazin, Zeitung. Skizzenbuch, hier. Aha. So, lassen dich hinein. Was tun mit all diesen, höre ich dich fragen. Eines musst du zu Beginn, das ist etwas in jeder Reihe drin. Okay, jede Reihe, in jeder Reihe ist etwas. Und es denn zu fassen, drei würden einfach nicht passen. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund. Also ich würde es erstmal, ich male mir das mal ganz kurz auf, bitte. Also, man hat schon gesehen, dass da so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. So, ich würde jetzt erstmal den Gehängten erstmal einfach ganz unten rein tun. Gehängt. Lass ihn allein, sind seine Tränen auf Profund. Und links und rechts ist nichts. So. Hoch am Himmel der Mond steht, voll oder halb, bevor er untergeht. Über des verrückten Clowns Gesicht. Okay, also ganz oben Mond. Ganz oben, gell? Und dann über dem verrückten Clownsgesicht. Ich gehe mal davon aus, dass das Clownsgesicht da gehängt ist. Und da kommt das Licht hin. So. Euer Exzellenz, ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel, zur Nacht, niemals schlaft, sondern immer wacht? Weißt du es jetzt? Du hast es nicht vergessen. Einen wichtigen Punkt darfst du nicht auslassen. Und zum Schluss, bevor du dich dran wagst, hier noch ein Tipp, damit du hoffentlich nicht versagst. Unheimlich und abscheulich, das Ding in der Nacht. Lasse Vorsicht walten. Rechts lass unbewacht. Rechts Sommer, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass da geht es um den Bosskampf. Also rechts nein, ich in der Mitte. Und es ist zu deiner Linken, so handle mit Bedacht. Okay, hier links Sommer gehen. Du wirst also die Tür öffnen, ich bin sicher, dass es da jenseits nichts gibt als furchterregende Gefahr. Oh, vergiss es doch, komm, spielen wir, sonst bin ich wieder ganz allein mit mir. Okay, also ich hätte jetzt einfach die Karten. Wir haben noch diese Kassette. Ich habe keinen Kassettenspieler. Wo soll ich denn die Kassette? Warum habe ich diese Kassette? Hä? Habe ich echt keinen habe ich einen Kassettenrekorder übersehen? Hier ist aber auch keiner. Oh Mann, ey. Okay, gut. Sie ist abgeschlossen. Ja, ich weiß. Ach so. Gut. Okay. Dann machen wir das eben halt wieder umständlich. Können wir ja so gut. Der Gehängte brauchen wir jetzt als erstes diesen. So. Der Mond. Oh.
Vielleicht kommt das Auge der Nacht auch oben hin. Ich muss mal lesen. Hier stimmt irgendwas nicht. Ah, ich habe sie gar nicht im Inventar jetzt mehr, gell? Er war das Modell für meinen alten Zimmerschlüssel. Okay, wir entfernen die mal und lesen nochmal. Oder fehlen mir... Fehlen mir doch noch welche, weil da unten noch so viel Platz ist. Okay, wir lesen noch mal. Prüfen. Erregende Karte. Der Mond. Ich fand sie in der Kapelle. Ist das eine richtige? Ja, wir hatten jetzt unten... Den Gehängten in der Mitte L. GLM, habe ich, vielleicht brauche ich doch 5? Er hat gesagt, 5 reichen nicht aus. Nee, ja, 3 reichen nicht aus. Okay, ja, blöd. Scheinbar reicht das doch nicht aus. Ja, wo soll ich denn jetzt noch, Das sind noch kleine Räume. Also ich würde jetzt einfach erst nochmal in die kleinen Räume gehen. Kommen wir hier rein. Dann war es hier hinten in der Ecke. Ich weiß ja nicht, wir gehen gleich nochmal in den Aufzug.
haben wir gelesen. Ja, hier, also okay, dann müssen wir nochmal in den Aufzug. So, jetzt sind wir wieder hier. Wo muss ich jetzt hier lang hier? Gucken wir mal hier hinten rein. Hier ist die Bibliothek. Hier haben wir doch diese eine Tarotkarte gefunden. Ja, das haben wir schon gelesen, das Buch mit Tarot. Können sich doch noch hinziehen hier. Jetzt habe ich schon vergessen, wo ich rein will. Okay, bis ganz bis zum Ende. Also hier fährt der Aufzug nur nach unten. Ich stand das hier schon immer rum. Nee, kann ich noch mal ranzoomen? Wir haben einen Schlüssel. So. Ich will jetzt erstmal sagen, wir gehen da unten hin, weil das aussieht, als ob es nicht richtig durchgestrichen wäre. Du bleibst liegen, mein Freund. So, dann gucken wir halt erstmal nochmal hier rein. Hier. So. Hier haben wir ein Bett. Cool. Auf dem Bett liegt nichts. Hier ist ein Licht. Das ist aber nicht wieder eine Schublade, oder? Nee. Handschriftliche Kopie eines Buches aus. Die Gottheit, die auch, die als. Das kennen wir schon, oder? Die beiden äußeren Ringe sind Nächstenliebe und Auferstehung. Die drei inneren, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. In der Regel in Rot gezeichnet, manchmal in Schwarz oder auch anderen Farben. Blau kehrt die Bedeutung jedoch um. Genau, das kennen wir schon. Okay, also hier sieht es aus, als ob da wieder irgendwie... Ich versuche jetzt einfach mal, diesen komischen Schlüssel hier zu benutzen.
Gott, was ist denn hier los? Wo bin ich? Was ist denn hier los? Hä? Gibt's hier noch irgendwas? Hier geht's mir doch schon wieder schlecht, oder? Aber was soll ich hier tun? Ach nee, es wird wieder normal. Aber ich kann hier nichts tun, also hier gibt's nichts. Hä, war das schon mal so, als wir hier reingekommen sind? Ich glaube nicht. Oh nee, hier ist es auch ekelhaft. Wo muss ich denn hin? Ja, wir können vergessen, das Ding. Okay. Ach du Heilige. Was ist denn da? Irgendwas spinnt. Okay, wir sind im Klassenzimmer? Nur einer steht in der Mitte. Warum? Home? Geh nach Hause, krepier doch, Dieb. Das war Alessas. Ich meine, das war mal mein Tisch. Da ist ein altes, zerflettertes Notizbuch auf dem Podest. Oh, und da liegt auch ein Brief drin. Mal sehen. In meiner Klasse ist ein Mädchen, das heißt Alessa. Wenn dein Gedächtnis das taugt, wirst du dich an sie erinnern. Sie ist diejenige, die die anderen Hexe nennen. Wahrscheinlich wird sie von ihrer Mutter missbraucht. Ich habe sie nie ohne irgendeinen Kratzer oder blaue Flecken in die Schule kommen sehen. Ihr Ausdruck ist mitleiderregend. Dunkel für eine Sechsjährige. Vielleicht ist sowas ja gar nicht so ungewöhnlich. Statt sich nutzlose Ideen einfallen zu lassen, ist es besser, einfach zu beobachten und zu warten. Aber kann ich nicht doch irgendwie helfen? Ich überlege, ob ich mich nicht an einen Anwalt wenden soll. Aber ich habe auch Bedenken. Deshalb werde ich mich zuerst an dich, mein Freund, um dich nach deiner Meinung zu fragen. K. Gordon. Okay. Der Wolf. Das ist ein Bild von einem Wolf. Sieht aus wie ein Hund, aber da steht Wolf. Also, okay. Hä? Warte mal die Zeit ab. Ich muss da wieder rein. Irgendwas muss ich doch hier finden jetzt. Wie sie einfach nicht reingehen will. Steh auf! So ein winziger Stuhl, da kann ich mich nicht mehr draufsetzen, Gott sei Dank. Okay, ist jetzt hier echt nichts drin? Warum denn nicht? Ein Blatt, auf dem steht unsere Klassenzimmervorsätze. Da steht nichts über Freunde im Stich lassen oder auf Tische kritzeln. Ich krieg die Spinntür nicht auf. Achso. Okay.
Also. Hier liegt nur das Zeug rum. Gut, also wir können hier raus. Dann haben wir noch drei Türen, in denen hoffentlich irgendwas ist. Bin ich richtig? Ja. Okay, was haben wir hier? Ist das ein Kassettenrekorder? Da ist ein Kassettendeck. Sieht durchaus gebrauchbar aus. Aha! Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord! Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well, now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Okay. Was ist das? Briefe? Nein, vielleicht Vorschläge? Die Leute fangen an, ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, dass Pater Vincent das Geld der Organisation für seinen persönlichen Vorteil verwendet. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass Pater Vincent einige Anhänger zu Spenden gezwungen hat. Ist er wirklich die richtige Person für diese Position? Ich kann nicht leugnen, dass er viel zum Wachstum der Organisation beigetragen hat. Auch wenn wir an Gott glauben, sollten wir dann käme es zu einer Art Versammlung, nicht nach unseren begrenzten Talenten oder unserer Redseligkeit, sondern nach der Tiefe unseres Glaubens bewertet werden? L.S. Leonard? So, wem ist denn das Zimmerchen hier? Okay. Kann man jetzt hinüber... Oh. Oh oh. Ist hier irgendwo eine Tür? Hey, hier gibt's keine Tür. Muss ich die erst umlegen?
Was ist das hier für ein seltsamer Raum? Nichts Wichtiges hier. Nicht, dass ich nicht besorgt bin, aber ich habe mich entschlossen, dass ich es jetzt nicht bin. Achso, warte. Oh. Das ist nur eine Kerze. Tarotkarte die Hohepriesterin. Der Name Claudia Wolf steht ganz klein auf dem Umschlag. Das ist wohl ihr Tagebuch. 10. November. Sie starb damals nicht. Sie wurde geboren. Da war ich mir sicher. Aber warum habe ich sie denn noch nicht gefunden? Es hieß, sie bräuchten ihre Macht, um für das Glück aller Menschen das Paradies zu erbauen. Dafür sollte sie wiedergeboren werden. Ich würde sie wirklich gerne sehen. 14. November. Las das Buch der Lobpreisung. Ich will Pater danken, dass er mir so ein wertvolles Buch geliehen hat. Darin fand ich, was ich gesucht hatte, wie man Gott erweckt. Aber es ist viel zu grausam. Werde ich es schaffen, wenn ich sie sehe? 16. November. Ich hatte den ganzen Tag frei und las eine moderne Geschichte der Flüchtlinge und junge Sklaven. Kinderausbeutung. Ich will kein bloßer Zuschauer in dieser Welt sein. Aber jetzt kann ich nichts unternehmen und das macht es so schwer. Eine alte Geburtstagskarte liegt auf dem Tisch. Die hat sie also immer noch verwahrt. Happy Birthday. Der kleinen Claudia, herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag. Ich liebe dich wie meine richtige Schwester. Auf dich. Okay. Das haben wir schon gelesen. Ja, doof. Was war denn das jetzt da für ein riesiger Raum, bitte? Und warum ist da nichts? Wir gehen jetzt nochmal in diesen komischen Raum rein. Also wir haben jetzt eine 4. Karte gefunden, also gibt's 5. Irgendwie das Gefühl, hier ist nichts. Wir gehen nochmal in den Klassenraum. Da waren nur noch so komische Symbole an der Wand. Vielleicht ist ja da jetzt was Neues. Nee, das hier war ja gar nicht der Klassenraum. Der andere war doch auch ein Klassenraum, oder? Na, das ruft Erinnerung wach, aber keine sehr angenehm. Was machst denn du da unten, ey? Was krabbelst denn du da rum? Hm? Wir brauchen noch eine Karte, find die mal schnell. Warum ist es denn jetzt hier bitte auch eklig? Muss ich denn eigentlich hin? Das ist fies. Hier war es schon mal drin. Hier war es schon mal viel schöner. Geht's mir? Ich weiß halt nicht... Muss ich hier, weil dieser Raum war immer so schon so seltsam. Ich schnall's nicht. Jetzt wird er langsam wieder hell. Nee, jetzt wird er nicht mehr hell.
Jetzt wird er wieder hell. Der wird nicht hell. Hä? Warum ist dieser Raum hier? Ich habe die hier vorhin beide umgebracht, gell? Und dann waren irgendwann nur so komische Dinge an der Wand. Hä? Okay, uns geht's immer noch gut. Wann kann ich in diesen Zettel hier endlich lesen? Geht er wieder raus? Da drüben ist es auch so eklig. Aber kriegen wir das? Nee, uns geht's noch gut. Das da drüben jetzt einfach auch irgendwann komplett eklig? Ja, da kommen wir ja wieder dahin. Da habe ich auch nicht gekonnt. Also irgendwas. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Kann ich Licht anmachen? Nee. So. Hier ist man von der anderen Seite gesehen. So, hier ist auch alles sehr eklig. Kann ich da jetzt rein? Nee. Hä, wo kommt denn der her? Kann mir das mal jemand erklären? So. Mal wieder hier. Oh! Das ist doch wieder dieser komische Raum hier. Hier ist nichts.
hier ist die Geburtstagskarte. Ach, steh auf, ey. Gehen wir mal zurück in die komische Kirche. Ist es jetzt auch eklig? Hier ist normal. Komm, wir bleiben einfach hier. Hier ist schön. Speichern erstmal. Derzeit hoffe ich einfach mal, dass wir durch Zufall irgendeine Tarotkarte finden und dass ja nach der Tür der Boss kommt. Hier, was ist hier an der Wand? Auch Lichtschalter. Komm ich raus. So. Was haben wir hier für Räumchen? So, waren wir hier mal drin? Das ist die richtige Tür gewesen, oder? Ja. So, wir könnten jetzt nochmal nach unten fahren. Wir haben da hinten noch die Bibliothek, aber die bringt es ja auch nicht. Wir könnten nochmal oben in dieses komische Räumchen da reingucken. Gut, also, wir gehen jetzt runter, gehen nochmal in jeden Raum, dann gehen wir nochmal in diesen Altar, also nicht Altarraum, da wo die Bilder waren, ob wir da irgendwie noch eine Karte kriegen, ich weiß es nicht. Auch hier ist es auch überall eklig, was soll denn der Blödsinn jetzt? Oh Mann, ist doch mal gut jetzt hier mit der ganzen Blödsinn. Ich wollte eigentlich erstmal in die andere Richtung gehen. Okay, wir haben gespeichert, sie sind nicht so schlimm, wenn wir es irgendwie krepieren sollten. Okay, hier ist normal. So, wir laufen jetzt hier nochmal alles ab. Wenn wir jetzt hier irgendwie nichts finden sollten, dann... Ach so, das ist der Blödsinn. Ja, hier ist nichts. Dann müssen wir das tatsächlich irgendwie doch die Suche auf die nächste Folge verschieben. Boah, hier waren wir doch auch schon tausendmal drin.
Wisst ihr, was ich gelesen habe? Dass Silent Hill 3 kürzer sein soll als Silent Hill 2. Das halte ich übrigens für ein Gerücht. Ich brauche hier viel länger. Ganz kurz nochmal. Okay, die vorletzte Tür. Ja, genau. Hier müsste es sein, oder? Doch ja, hier ist auch eklig. Okay, geradeaus und dann links. So, wie gut geht es uns? Geht noch. Schloss ist kaputt. Ach. Falsche Richtung. Hier vorne war noch dieser große. Raum. So. Warte mal. Hä, sind das unsere Fußabdrücke? Nee, die laden doch jetzt viel zu spät. Hä, sind das unsere Fußabdrücke? Ey, nee. Hier ist eine Tür. Ich habe vorhin noch die Fußabdrücke gesehen, da habe ich gedacht, hä? Sind wir durch Blut gelaufen? Okay. Geheimtür ist da. Hey, da ist noch eine Tür. Sieht aus wie eine Art Medikament. Oh. Aber da ist nur ein Name auf dem Etikett. Keine Beschreibung oder so. Zu riskant. Egal. Ah, ich würde auch nicht einfach so Medikamente irgendwie nehmen. Ja, man. Ach, ist das erleichtert das Krankenzimmer? Ein Bild von mir, als ich 7 war. Ich sehe gelangweilt und traurig aus. Ist ja auch kein Wunder. Damals war ich immer so. Vor 24 Jahren hat Dahlia mich benutzt, um Gott herbeizurufen. Ach, ihre Mutter ist Dahlia. Wer ist denn dann Claudia? Ey, ich bin gerade so verwirrt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es geht die ganze Zeit um Claudia. Gott war in meinem Schoß, aber ich konnte sie nicht gebären. Dann wurde ich hier in diesem Krankenzimmer eingesperrt. Ich war hier, bis Papa mir heraushalf, als ich 14 war. Gott nagte an meinem Innern. Mein Leiden machte mich verrückt. Ich wünschte mir, ich könnte sterben, damit es vorbei wäre. Aber ich durchlebte diesen Albtraum 7 lange Jahre. Dieses Bett weckt Erinnerungen an diese schrecklichen Tage. Und ich will mich nicht daran erinnern, weil ich nicht mehr Alessa bin. Aber Alessa ist noch in mir. Ich versuche nicht, das zu leugnen oder so. Da steckt was in dem Buch. Oh! Die Tarotkarte der Narr. Ach, Alter. Also war der Gehängte gar nicht mit diesen... War der Gehängte gar nicht, Dings. Okay. Ich habe hier noch meine Zeichnung. Dann müssen wir die neu malen. Dieses Buch, Ich habe das Gefühl, dass ich es lesen muss, aber gleichzeitig will ich nicht. Aglaophotis.
Rotflüssigkeit oder Kristalle, die Blut ähneln. In der Kabbala heißt es, dass der Name von einem Kraut stammt, mit dem böse Geister vertrieben werden können. Es heißt, es wächst in arabischen Wüsten. Man kann es zum Schutz gegen Dämonen verdunsten lassen oder als Umschlag anwenden. Es ist kraftvoll, aber da es selten ist, ist es sehr schwer zu beschaffen. Brauche ich jetzt so ein Kraut? Muss ich jetzt ein Kraut finden? Sind wir jetzt bei Resident Evil gelandet? Hier ist ein Bild, aber das ist überhaupt nicht mein Stil. Sieht wieder aus wie irgendwas Komisches. Ich will mich nicht mehr daran erinnern. Bring mich hier raus. Okay, Heather, wir bringen dich gleich hier raus. Hier ist aber eine Ampulle. So. Okay, Heather, wir bringen dich hier raus. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben diese verdammte fünfte Karte. Noch gewundert, hä? Warum? Warum habe ich Fuß? Ich habe echt gedacht, habe ich irgendjemanden umgebracht, dass ich jetzt Fußtapsen mache? Ach ja, jetzt bist du wieder da, du brauchst du auch nicht mehr. Das Ding ist jetzt durch. Junge. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und schließe mich ein. Wie komme ich in mein Zimmer? Ach so. Einfach hier links rum. Ja, die machen da immer noch Dinge. Wo ist denn hier? Ah. Wir haben es geschafft. Oh Gott, ey. Weh, ich brauche jetzt neuen Karten. Da wird es aber wild. Okay, also wir lesen nochmal. Wird doch 2 Stunden heute, sorry. Wir lesen nochmal. Also ich hatte MLG übereinander. Wir haben jetzt scheinbar den Nah- und die Hohepriesterin noch gefunden. Also nicht scheinbar, wir haben den Nah- und die Hohepriesterin gefunden. Hier, bedeutet diese Karte nicht sowas wie wahrer Glaube? Der Nah, sie war in meinem alten Zimmer, in einem Krankenhauszimmer. Was bedeutet diese Karte doch wieder? Der Nah, dass man dumm ist? Oder dass man andere zum Lachen bringt? Sie fand sie in der Kapelle. Okay. Bevor ich hier wieder irgendwas suche, lesen wir das Ding nochmal. Was könnte es sein? 5 Karten. Was tun mit allen diesen, höre ich dich fragen. Ich sag's dir ganz direkt und ohne dich zu plagen. In jeder Reihe drin. Da ist etwas in jeder Reihe drin. 3 würden einfach nicht passen. Okay, also in jeder Reihe, aber nicht 3 in einer Reihe. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund, also unten, so, Gehängte. Rechts von ihm, links von ihm, da ist niemand. Und lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Okay, also ganz unten, staubig, hoch am Himmel, der Mond steht. Wie eine Krone funkelt Licht über des verrückten Clowns Gesicht. Hoch am Himmel steht der Mond. Dafür bleibe ich erstmal auch. Hohepriesterin ist wahrscheinlich der über dem Clown. Ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel zur Nacht, niemals schlaft, sondern immer wacht. Weißt du es jetzt? Okay, wir machen das anders. Wir gehen jetzt mal hier dran und probieren mal. Also, sie ist abgeschlossen. Ja, ich hänge. Ich mache den Erhängten wie immer unten hin. Ach so, ich muss ja erstmal eine anwählen. Auge der Nacht. Oder ist die Hohepriesterin hoch oben? Oh.
Okay, also ich würde den hier hin tun. Das hört sich so an, gell? Das müssen wir uns mal merken. So hört sich das an. Ich glaube, die machen viel mit Ton auch. Also entweder ist die Hohepriesterin oben oder der Mond. Wenn ich den Mond jetzt hier hoch tue. Ich muss gerade mal was ausprobieren. Nee. Ich glaube, das hört sich anders an. Ich glaube, der Mond ist da oben falsch. So, okay, Auge der Nacht. Also über dem Nah ist... Augenwacht. Der Narr. Okay, ich muss jetzt nochmal durchlesen. Okay, wir haben den Gehängten. Also ich glaube schon, dass der Gehängte richtig ist. Wir müssen jetzt nur den Rest zusammenfummeln. Also, wir haben die Hohepriesterin, da steht dabei hoher Glauben. Also Hohepriesterin ist gleich Glaube. Glaube. Dann haben wir das Auge, dann der Mond. Also ich glaube schon, dass der Mond oben sein muss. Auge und dann haben wir den Narr. Klauen. Okay, Frau Hesser. Lesen Sie das bitte nochmal. Was tun mit all diesen, höre ich Fragen. Okay. Es ist etwas in jeder Reihe drin, aber nicht drei. Okay, also unten ist klar, da haben wir eins, also müsste in Reihe 1 und 2 jeweils 2 sein. Der kopfstehende Mann, tief unter Grund, rechts von ihm, links von ihm. Da ist niemand und... Lass ihn allein, sind seine Tränen auch profund. Genau, also er ist unten. Unten, so. Hoch am Himmel, der Mond steht. Voll oder halb, bevor er untergeht. Wie eine Krone funkelt Licht über des verrückten Clowns Gesicht. Okay, also ich impliziere, dass die Hohepriesterin Licht bedeutet und die ist über dem Narr. Das würde ich jetzt erstmal machen. So, also irgendwo Narr und darüber die Hohepriesterin, weil Hohepriesterin, wahrer Glaube, Licht. Gehe ich mal davon aus, weil Licht und Schatten, ja, ist ja meistens so. Hohepriesterin. Priesterin. So. Jetzt haben wir erstmal unten den Satz. Hoch am Himmel der Mond steht. Voll oder halb. Was? Oben. Mond oben. Immer noch Mond oben. Und dann haben wir jetzt noch das Auge. Okay, der Mond ist oben. Euer Exzellent, ich muss euch loben. Ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel zur Nacht, niemals schlaft, sondern immer wacht? Blick. Blick ist Auge. Wenn jemand über uns wacht, dann ist er hoch oben, oder? Das Auge ist doch auch keine richtige Tarotkarte, stand da dabei. Also muss das Auge auch nach oben, oder was? Euer Exzellenz, ich muss euch loben, ihr betet zu Gott hoch oben. Darf ich es wagen, euch zu fragen, warum ihr blickt in den Himmel
zur Nacht niemals schlaft, sondern immer wacht. Okay, also ich wollte jetzt erstmal Folgendes machen. Erstmal zur Tür gehen. Falsche Tür. Ja, ich weiß, dass die abgeschlossen ist. Wir lassen den unten. So. Auge der Nacht. So, also. Tun das mal dahin. Dann tun wir den Mond daneben. Kann das sein, dass sich das doch alles gleich anhört irgendwie? Und dann... Nee, das darf ja gar nicht sein. Verdammt! Ich wollte jetzt die hohe Priesterin hierhin tun und den Narr hierhin. Aber das geht ja gar nicht. Ich tu mal den Narr da, hohe Priesterin, hier. Ich habe keine Ahnung, ob sich das anhört. Ich habe das jetzt so viel klicken gehört. Ich weiß nicht, wie sich das anhört. Jetzt haben wir noch die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin darf aber nicht in die obere Reihe. Über den Nah wacht das Licht. Vielleicht muss ich ja auch die Hohepriesterin ganz hinten links hin tun und der Narr daneben. So. So, tun wir die mal ganz rechts hin. Mal Ausschlusskriterium hier machen. So, sieht fast gut aus. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich das alles hier zum Nah geben würde. Wir tun mal den Nah rechts hin und das Auge oben in die Mitte. Nah kommt rechts hin. Und da... Was? Ich wollte das Auge in die Mitte tun, hallo? Sind die Rätsel sind unterschiedlich, oder? Pro Schwierigkeitsgrad. Wir hatten jetzt normal. Heißt das jetzt bei einfach wäre es anders gewesen oder hätte dann die Erklärung anders wäre dann die Erklärung anders gewesen? Oh Gott, das Spiel verwirrt mich so. Das ist unfassbar. Oh. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Entscheidung am Ende treffen. Außer vielleicht die Entscheidung, dass wir vorher mal was reinpfeifen hier. Okay. Wir sollen rechts außer Acht lassen und nur links schauen. Oh, das ist aber doof jetzt hier. Geht's hier hin? Hilfe? War da eine Tür? Wo muss ich denn hin? Ach, na, das ist ja mal eine krasse Tür hier. Wie geht's uns? Uns geht's gut. For the two of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her,
and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again! Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home. This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way... Then you'll kill me. Well... Well... The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You go to hell! Ich glaube, sie hat ihn jetzt geopfert, oder? What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. Of pain and suffering. Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too? Happy ending? Piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God?
I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. But God loves even you. Now, Alessa, there's nowhere else to run. Muss ich die jetzt umbringen? Das ist mir jetzt egal. Hä? Was soll ich tun? Hä? Habe ich das komische Dings da noch? Dieses Metatron-Ding? Sollen wir damit irgendwas machen? Nee, ich hab's nicht mehr. Doch, hier. Kann sie nicht benutzt werden. Soll ich sie ansprühen vielleicht? Soll ich sie umbringen? Hä? Was soll ich mit der machen? Ausrüsten? Verwenden? Nee, ablegen. Hä? Prüfen? Hä? Was soll ich denn machen? Vincent ist tot. Was? Oh. Was ist? Hä? Hier haben wir wieder Bilder an der Wand. Hä? Soll ich einfach wieder gehen? Hätte ich sie abschießen sollen? Alessa? Oh Gott! Bring us salvation! Okay. Interessant. Was hätte ich tun sollen? Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade schon den Controller weggelegt. Wegen der Zwischensequenz. For the two of you to die, that would be nice. Then I could relax.
When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again! Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way... Then you'll kill me. Well... Well... The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You'll go to hell! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. Feel so guilty about it. Why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now you're stuck.
stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht probiert, ob man es wegdrücken kann. Now, Alessa, there's nowhere else to run. Just accept it, Alessa. The pain will disappear. Judgment Day! Alessa? So, jetzt kommt nämlich das, was soll ich jetzt tun? Also wirklich, was soll ich tun? Also, das geht nicht. Das ist an, das ist egal, das ist auch an, das, was ist da? Was? Was ist das für ein Anhänger? Ich habe ihn gar nicht angeguckt, verdammt. Doch einmal habe ich mir angeguckt, glaube ich. Hey, hat sie jetzt das Ding gegessen? Die ist ja wie Sindariana bei Baldur's Gate. She is nearly here. Aus wie bei, wie hieß das noch? Silent Hills PT. Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Hä? Was ist denn bei ihr kaputt? Die ist ja wie so eine Hune. Lessa, you cannot kill God. I will burn God. If you can't do it, Lessa, I will. Was ist denn jetzt ihr Problem? Will die ins Loch? Die will ins Loch.
sogar keine Schuhe an. Claudia ist nicht mehr hinter uns her. Okay, mit was schießen wir als erstes auf ihn ein? Das hier. Hey. Ich treffe ja gar nicht. Boah, was macht die denn? Geht's eigentlich noch gut? Also. Jetzt geht's ihm schlecht. Ich habe so eine Angst vor der. Ich heile mich jetzt einfach immer. Ist das richtig oder falsch? Au! Nein, ich bin leer. Um Gottes Willen. Nein. Irgendwas stimmt nicht. Bitte keine zweite Phase.
Haben Silent Hill-Typen zweite Phasen? Is that the end? Bitte. Steh nicht wieder auf. Kommt sie jetzt wieder aus Silent Hill raus? Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Ich wollte ihm nicht ins Wort fallen, weil ich finde, die Lieder,
die gesungen werden, die passen immer extrem gut zum Spiel selbst. Das ist mir bei Silent Hill. Action-Level einfach, wir haben 1 von 5 Sternen, Rätsel-Level normal. Ja, ganz kurze Frage, was hätte sich geändert bei diesem Tarot-Rätsel? Hätte sich die Erklärung geändert, dass das einfacher wäre? Oder hätte, sich diese Anordnung der Tarotkarten geändert? Weil bei Silent Hill 2 war es ja so, da waren ja die Erklärungen nur anders und einfacher, gell? An sich, am Ausgang des Rätsels hat es ja nichts geändert. Wir haben nur 70 Mal gespeichert. Gesamtschaden. Okay, haben wir extrem viele Sterne. Zeit fürs Durchspielen. 9 Stunden 59. Nein. Einfach nein. Neues Spiel extra wurde zum Startbildschirm hinzugefügt. Spielen Sie von hier, um Sonderfunktion zu erleben. Beim Start neues Spiel wird ein Spiel ohne Sonderfunktion gestartet. Sie haben die Voraussetzungen für die versteckte Waffe Flammenwerfer erfüllt. Extra Kostüm wurde zum Startbildschirm hinzugefügt. Wenn Sie diese Option wählen und das Kennwort eingeben, schalten Sie ein neues Kostüm frei. Oh, es gibt doch Cheatcodes. Sie haben das extra Kostüm Kennwort. Happy Birthday.
abgeschlossen. Möchten Sie das Spielergebnis und Platzierung speichern? Jo. Wir gehen gleich nochmal aufs Spiel ein. Extra Kostüm. Wir haben nur Happy Birthday. Wie cool. Happy? Gab es noch andere Cheats? Also ist ja kein Cheat, ist ja nur ein Code. Er macht ja nichts besser fürs Spiel. Happy. B war groß. B. Birs. T. H. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man tatsächlich über 2 Stunden braucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Nimmer hätte ich das gedacht. Birthday. Hesser Hemd. Cool. Das mag ich mit der Schreibmaschine. Spaceback. Backspace. Aber man sieht es wahrscheinlich erst im neuen Spiel, oder? Extra Kostüm. Ach so, okay. Ja, was soll ich sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß jetzt hier und habe mir so Gedanken über den Soundtrack gemacht. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Soundtrack an, bevor wir irgendwas anderes nehmen. Ich muss echt sagen, meine Gedanken waren, der Soundtrack ist so unfassbar gut. Ich habe schon lange, oder ich spiele ja sehr vieles, würde ich sagen, und ich spiele auch vieles durcheinander, von den Genres her und allem. Und ich muss echt sagen, so einen Soundtrack wie hier in diesem Spiel, ich mache ganz leise, ganz kurz, habe ich echt selten gehört. Der heißt so unfassbar gut. Also jetzt mal ganz Butter bei die Fische. Also ich liebe dieses Lied, ich liebe das Endlied. Ich muss sagen, ich habe es nicht richtig verstanden. Es war ein bisschen dumpf, fand ich. Vielleicht gucke ich da mal nochmal nach den Lyrics. Allgemein, wie die Klanggestaltung hier im Spiel war. Und während ich gedacht habe, dieser Soundtrack ist so geil, habe ich automatisch dran gedacht, dieses Gefühl von diesem Soundtrack hatte ich bisher nur so extrem bei Death Stranding. Und dann muss ich dran denken, ja, Kojima. Das ist so extrem und ich bei diesem Lied am Ende, ich wurde auch irgendwie so traurig und so niedergeschlagen. Also das ist ganz seltsam, so dieses seltsame Gefühl. Deswegen wollte ich ja, deswegen wollte ich auch, dass ihr dieses, ich meine, viele von euch kennen wahrscheinlich das Lied. Ich weiß nicht, ob so viele neue Spieler da tatsächlich dabei sind. Durchlaufen lassen, ohne dass ich jetzt irgendwas erzähle. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt wegen Urheberrecht. Aber ich glaube, bei Silent Hill ist es nicht so schlimm. Ja, die Charaktere sind durchweg interessant. Ich bin nur komplett durcheinander, was Dahlia und Claudia betrifft, weil, so wie es scheint, hat ja Claudia immer mit der Alessa gespielt. Aber warum sieht die Alessa jetzt aus wie eine alte Frau? Also nicht wie eine alte Frau ist falsch gesagt, aber ich finde, die Claudia wirkt hier wie so eine 45-Jährige bis 50-Jährige. Und die Alessa, also die Heather, die ist ja gerade mal 17 jetzt. Also, wenn die ja ein Jahrgang sind, dann passt das ja hinten und vorne nicht. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass ich tatsächlich öfters mal gehangen habe, weil ich mag, wenn ich, das hört sich jetzt total doof an, ich mag es, wenn ich Dinge nicht vollends verstehe. Das hatte ich auch bei Death Stranding. Ich habe da nicht alles verstanden, aber dieses Erlebnis hängt einem dann viel länger nach, wenn man direkt alles versteht und macht einen auch neugierig auf mehr aus dieser Welt. Und das finde ich auch, wenn die Erzählweise für mich ein bisschen, also nicht verworren ist, aber ich konnte nicht so
Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich alles in einem Stück gespielt hätte. Das will ich nicht bezweifeln. Aber es sind immer noch irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt nur an der Oberfläche gekratzt und ich habe im Grunde genommen keine Ahnung, was nicht, ich will nicht, nein, falsch angefangen. Ich weiß schon, was in Silent Hill 3 passiert ist, um Gottes Willen. Also, und ich weiß auch, was wir getan haben und wer unser Gegenspieler ist und wie sie so ein bisschen verflochten sind. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt noch viel mehr zu erfahren, was ich gerade nicht weiß. Und das gibt mir ein Gefühl von Befriedigung? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, der Horizont eröffnet sich gerade erst. Und ich meine, wir haben jetzt hier auf dem Kanal erstmal Silent Hill 1, 2 und Origins gespielt und sind jetzt gerade mal bei Silent Hill 3. Also wir haben noch einiges vor uns und ich bin gespannt, wie diese Reihe sich weiterentwickelt hat. Ich meine, das stimmt, wir haben noch Silent Hill The Short Message gespielt. Und ja, also die Story um die Heather, dass sie die wieder aufgegriffen haben, das fand ich wirklich interessant. Ich finde es auch immer interessant, dass man am Ende von so einem Spiel immer gegen Gott kämpft. Mit einer Schrotflinte und einer kleinen Knifte. Aber dass es tatsächlich funktioniert. Ich mag das System der Rätsel, auch wenn ich öfters hänge, wie die Rätsel gedacht sind, dass man nicht ständig gesagt bekommt, was man tun soll, auch wenn ich wirklich strauche manchmal und absolut nicht weiß, was ich tun soll. Man muss hier wirklich auf alles in der Umgebung achten. Was ich auch gut finde, ist das Gegnerdesign, das immer noch sehr grotesk ist. Und wie wir es jetzt hier nochmal gesehen haben, die Charaktermodels. Also wie die Charaktere sich artikulieren, wie sie sich bewegen, nehme ich denen das vollkommen ab allen. Die Synchronsprecher sind wirklich sehr gut. Also da wurde ich bisher ehrlich gesagt noch nicht enttäuscht bei Silent Hill. Die waren wirklich immer sehr gut. Was mir nur nicht gefällt, ist die Abmischung. Die hätten sie besser machen können. Gerade in diesen gerenderten Zwischensequenzen, die jetzt keine Spielsequenzen sind, da sind sie wirklich immer sehr leise. Aber das hat man bei heutigen Spielen auch noch. Ich mag das böse Silent Hill immer noch nicht. Aber das gehört natürlich auch dazu, wenn es alles ekelhaft wird und so. Die Grafik im Allgemeinen finde ich sehr gut, tatsächlich. Auch wenn man jetzt heutzutage natürlich andere Spiele hat. Aber gerade was das Licht, was wir heute hatten, die Lichtverhältnisse, wenn du eine Taschenlampe hast und du hast da irgendwie und du scheinst irgendwo hin und das Licht dreht sich hinten, also dieses dynamische Licht und dieser dynamische Schatten, das ist so gut gemacht und das finde ich auch, das ist, ich weiß auch nicht, das macht so diese Spiele so ein bisschen besonders. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Origin war, aber ich weiß, dass ich bei Silent Hill 2 und bei Silent Hill 1 diese Momente hatte, wo ich mir gedacht habe, boah krass, die Kameraführung, boah krass, der Schatten, wie der fällt und das Licht, wie das da durchfällt. Also diese drei Spiele, bei denen kann ich mich wirklich daran erinnern, dass die Licht- und Schattengestaltung wirklich sehr hohes Niveau hatten. Und natürlich auch sehr viel zur Gesamtstimmung des Spiels dazu tragen. Was kann ich euch noch erzählen? Ich finde es auch grundsätzlich cool, dass man jetzt hier wieder so Cheatcodes, also nicht Cheats hat, aber so Codes hat, wo man verschiedene Dinge, ich glaube, man hätte so wahrscheinlich noch mehr abschließen können oder mehr finden können. Vielleicht gibt es auch irgendwo im Internet, dass man sich das einfach so eingibt, diese Codes. Ich finde es schade, dass sie uns einfach den Harry so schnell weggenommen haben. Ich hätte ihn gern nochmal im Zusammenspiel mit der Heather gesehen, wie die miteinander interagieren und wie die so zueinander stehen. Das hätte ich ihm gern nochmal angeschaut. Dass man nochmal so ein bisschen nochmal mehr den Bezug hat. Ich meine, ich war echt bei diesem Spiel an manchen Stellen todunglücklich. Obwohl es mir eigentlich vorher gut ging. Draußen scheint die Sonne. Und es ist nicht so, ich
finde es nicht ganz so verwirrend wie bei Silent Hill 2, weil da hat man ja nochmal so ein bisschen mehr den Interpretationsspielraum. Aber hier ist es ja auch so wieder gewesen, dass wir in unsere eigene Hölle gegangen sind, würde ich jetzt meinen, um Gottes Willen. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses Lied. Und ja, vielen Dank, dass ihr diese Reise mit mir gegangen seid. Ich weiß, es war manchmal schwer, wenn ich irgendwo gehangen habe. Wie geht's jetzt weiter auf dem Kanal mit Silent Hill? Wir haben bisher Silent Hill Origins 1, 2, 3 und das, den ganz neuesten Ableger, The Short Message, gespielt, wo ich auch wirklich sagen musste, dass es mir sehr gut gefallen hat. Und da war das auch mit diesem Song am Ende, der praktisch das Spiel nochmal wieder gespiegelt hat. Deswegen war mir das jetzt so wichtig, dass ich da nicht dazwischen quatsche. Das nächste Silent Hill Spiel, was auf meinem Kanal laufen wird, wenn ich den Livestream nicht geben kann, wird sein Silent Hill 4. Wir gehen jetzt chronologisch weiter mit Silent Hill 4. Ich weiß nicht, wann wir mit Silent Hill 4 beginnen werden, da jetzt die Livestreams relativ regelmäßig kommen werden, also soweit ich weiß. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich so sein wird, dass wir das nächste Mal Silent Hill 2 Remake spielen. Silent Hill 2 Remake werden wir im Livestream spielen. Dieses Spiel wird ab dem 11.10.2024 immer freitags 22.30 Uhr auf meinem Kanal laufen. Ich bin sehr gespannt auf Silent Hill 2 Remake, wenn ihr da reinschauen möchtet. Das Spiel soll doppelt so lang sein wie das Hauptspiel. Ich bin sehr gespannt und wenn dann wieder ein Livestream in der nächsten Woche dann ausfallen wird wahrscheinlich, also im Oktober, dann hat man den krassen Kontrast von damals zu wie es heute ist und ich glaube, das ist sehr cool. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, zu sehen, was Bluebird Team gemacht hat, zu sehen, welche Ecken wir von Silent Hill 2 wiedererkennen, bei welchen wir sagen werden, oh nee, ey, gar kein Bock da drauf, was für eine Kacke. Oder, boah, verdammt, die Szene war so gut gemacht und oder die hat mir im Original besser gefallen oder die ist jetzt besser. Die Charaktere, wie die sind, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also jetzt, da ich Silent Hill 2, das Original, auch gespielt habe, freue ich mich da noch mehr drauf. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch dabei seid oder vielleicht bei Silent Hill 4. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Nicke und ich möchte alle Silent Hill-Teile nachspielen, weil ich kannte die einfach nicht. Und ja, schaut euch gerne auf dem Kanal um, falls euch irgendwas interessiert. Vielen Dank, dass ihr auch diese Reise mit mir und der Heather zusammengegangen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend oder Tag. All eure Gedanken gerne in die Kommentare, da können wir da noch ein bisschen drüber diskutieren. Wie hat euch alles gefallen? Und ja, vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem Let's Play, bei einem Livestream, bei Silent Hill 2 Remake oder bei Silent Hill 4, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Bis dahin. Ah, ist irgendwie schwer. Ach so, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare dann, wenn ich irgendwas jetzt bei der Besprechung vergessen habe. Vielen Dank und wir sehen uns. Tschüss.